Sollten Sie bei einer Wartung einen Grounding-Connector demontieren müssen, zum Beispiel aufgrund eines beschädigten Gewindes oder einer nicht korrekten Installation, zeigen wir Ihnen in dem folgenden Video eine einfache Möglichkeit, den Gewindebolzen auf sichere Weise ohne Beschädigung umliegender Komponenten auszutauschen. Bitte beachten Sie, dass hierbei der Kontaktring nicht ausgetauscht wird und eine Zugänglichkeit von beiden Seiten gegeben sein muss. Die Videos sind auch auf Englisch und Französisch verfügbar. Beide können über die Links in der Infobox aufgerufen werden. Was ist zu tun bei einer fehlerhaften Installation? Wenn der Kontaktring des Verbinders nicht bündig auf dem Werkstück aufliegt, entsteht zwischen Bauteil und Kontaktring ein Spalt. Dieser Spalt kann sich negativ auf eindringende Feuchtigkeit oder andere Medien auswirken. Außerdem kann das erforderliche Drehmoment zur Montage des Kabelschuhs beeinträchtigt werden. Schritt 1. Entfernen der Gewindekomponente. Um diesen Spalt zu korrigieren, kann der Gewindezapfen mit Hilfe unseres Reparaturwerkzeugs demontiert und die Position des Ringes korrigiert werden. Positionieren Sie hierfür das Werkzeug so, dass seine inneren Klammern in die umlaufende Nut des Kontaktrings greifen. Wenn nun zuerst das Gehäuse gedreht wird, klemmen die Innenbacken den Kontaktring fest. Anschließend wird beim Drehen des Griffes der Bolzen durch die Spindel herausgedrückt. Schritt 2. Korrektur der Ringposition. Nun wird ein separater Richtbolzen von der Rückseite in den Kontaktring gesteckt. Der Kontaktring wird durch Anziehen des Richtbolzens mit dem Standard Power Tool in die richtige Position gebracht. Der Spalt verschwindet. Schritt 3. Installation des Reparaturbolzens. Der Reparaturbolzen mit einem definierten Übermaß ist zur einfachen und sicheren Unterscheidung mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Er kann mit dem Standard Power Tool installiert werden, allerdings wird ein separates Programm benötigt, was natürlich auch durch einen Barcode eingelesen werden kann. Weiterführende Informationen, Beschreibungen, Daten und Artikelnummern können Sie unserem Datenblatt und unserer Broschüre entnehmen.